Ja, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir checken jetzt mal das nächste Siren Head Game, und zwar Siren Head The Horror Experience. Tja, ich bin mal sehr gespannt. Das ist tatsächlich ein Gratis-Spiel auf Steam. Kann man nichts mit falsch machen, denke ich, ne? Viel Spaß beim Anschauen. Ist Apple... Was? Ist Apple Chili? Hold on calls. Ist Apple Chili... Ist Apple Chili Name? Das Game about a group of teens that were camping here. Wir haben ein paar Kinder gecampt. Soll ich da rüber? Soll ich da hin? Ich denke mal, das ist unser Polizeiwagen. Und ja, wir sollen hier nach den vermissten Kindern suchen. Ja, ich muss das ja immer weiterklicken. Einer ihrer Elternteile hat sie vermisst gemeldet. Vielleicht sind sie betrunken und haben sich verlaufen. Dieser Wald ist meilenlang groß. Der Platz macht mir Angst. Ich erinnere die alten Sagen, die darüber bricht, dass irgendwas in den Wäldern rumrennt. Die Erzählung beschreiben eine riesige Kreatur und dass seine Schreie wie ein Echo durch den Wald hallen. Anscheinend hat es seinen Kopf als Sirene und imitiert verstörende Geräusche. Ich glaub nicht wirklich an den Mist. Es ist nur eine Geschichte. Ich muss jetzt erstmal das Camp finden. Ja, okay. Ich finde, wir hatten ja auch genug Dialog jetzt erstmal. Das fängt ja gleich an zu schnaufen. Das ist ein Polizist. Wir spielen hier wirklich einen sportlichen Menschen. Und wir haben mir die scheiß FPS oben angezeigt. Ja, kann ich nichts gegen machen. Das muss der Ort sein, an die Kinder gezeltet haben. Ich sollte mich besser umschauen. Ja, weiß ich doch. Das ist merkwürdig. Keiner ist hier. Ist da Blut? Nee, und hier ist Blut und Debris? Keine Ahnung. Verwüstung? Überall? Ich muss jetzt diese Kinder finden. Ja, vor allen Dingen muss ich erstmal dieses scheiß Telefon gehen. E. 1 von 5. Okay. Soll das brennen? Sieht jetzt nicht so aus. Aber es leuchtet zumindest. Und es qualmt ein bisschen, ne? Naja, ich meine, ihr seht's ja, das ist ein gratis Game. Das sieht jetzt so ein bisschen billig auch alles aus. Ein bisschen Playmobil City hier. Aber... Blau. Habe ich schon Schlechteres gesehen. Wenigstens ist es nicht pixelig. Guck mal, unten die Leiste. Die füllt sich gar nicht. Das geht doch nicht. Die füllt sich nicht wieder. Die Ausdauer regeneriert sich gar nicht. Und ich renne hier rum, Leute. Ja, was weg ist es weg. Bringt nichts, vergangenen Sachen hinterher zu trauern. Dumm die dumm die dumm, ich latsche im Wald herum. Ich dachte, das ist ein Stein. Ich habe einen Stein gefunden. Oh, guck mal, da ist er. Hallo. Oh, er hat uns gesehen. Uns immer noch. Ich latsche mal einen Meter. Ach, jetzt. Jetzt lädt es sich wieder auf. Ich bin wahnsinnig geworden. Why? Oha. Ja, weil... Das versuchen wir natürlich nochmal. Ja, wir starten auch direkt wieder hier. Okay. Also, wir dürfen nicht zu lange in der Nähe von... Siren Head bleiben. Ich glaube, dieser Schrei, den wir hören, ist von Siren Head. Ich meine, wir haben hier null irgendwie eine Anzeige, wo wir hin müssen oder so, ne? Guck mal, die Sanity sinkt immer weiter. Die Sanity sinkt immer weiter.
Wieso? 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 Alles klar, ich check nix. Ich verstehe immer wieder dieses Game nicht. Ich bin mal wieder völlig lost hier. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hat von euch jetzt jemand verstanden, warum meine Sanity war Siren Head in meiner Nähe? Ich habe ihn nirgendwo gesehen. Ada? Ich renn mal lieber hier lang. Einfach so weit wie möglich wegbleiben von den scheiß Geräuschen. Ja, also die meisten Leute haben wohl so ungefähr eine Stunde daran gesessen, um das durchzuspielen. Weil ich so von den Rezensionen bei Steam ausgehe. Ach du Scheiße! Nein! Siren Head hat mich. Aber er hat mich tatsächlich jetzt das erste Mal erwischt. Aber in dem Schuppen, wie wir hören, ist ein Handy. Das ist das zweite Handy. Das war tatsächlich ein kleiner Jumpscare hier. Zack. Nummer zwei. Was ist denn hier eigentlich für ein grausiger Folterschuppen? Siren Head seiner kann es nicht sein. Wer ist denn hier noch so unterwegs? Irgendwo da hinten ist er, glaube ich. Scheint ja auch doch alles gar nicht so groß zu sein hier. Ey Leute, ich muss da echt besser drauf achten. Was? Es ist nicht nach jedem Handy ein Speicherpunkt, okay. Das hätten sie dann ruhig geben können. Nach jedem Handy ein Speicherpunkt, hätte ich fair gefunden. Ich glaube, der ist direkt hinter der Wand. Earth's atmosphere. It is speculated that these objects are of extraterrestrial origin. The broadcast will quiet at this time for your safety. Continue to carry out the following instructions. Da steht er. Der scheiß Siren Head kämpft von dem scheiß Schuppen. Also wir dürfen nicht in den Nebel, wir dürfen nicht zu Siren Head. Ja. Hallo, den Feigen beißen die Hunde. Den Siren Head zeigen wir, wie schnell wir sind. Wuppui. Nicht so schnell. Leck mich. Alles klar. Ach so. Die Sanity geht auch down. Und zwar ziemlich rapide, wenn ich meine scheiß Lampe ausmache. Aha. Ja, man muss sich hier erstmal in die Spielmechaniken reinfuchsen, ne? Ich bin wirklich nicht ein Denkexperte. Ganz sicher nicht. Ich renne hier echt dumm im Kreis oder sowas, ey. Ich habe keine Ahnung. Siren Head hinter mir. Den Tod immer vor Augen. Was haben wir hier für einen Haufen? Größte Kackwurst? Nee, wieder Stein. Ich bin... Das ist so ein komisches Muster. Nein! Oh Mann, ne Fresse, ey. Ja. Alter, ich raste aus, Alter. Ich raste komplett aus. Hier ist noch so ein Häuschen.
Na, ich schneide hier die Parts, wo ich jetzt durch den Wald laufe, hier auf jeden Fall raus. Oder? Nummer 3. Will ich nur irgendwas machen? Bing, bing. Wer hat das getan? Oh Gott. Was? Ihre Augen fehlen. Das, I should call. Ich sollte Unterstützung rufen. Da steht ein zu sorry. Da, ey, wie viele Tanken? Okay. Ja, dann ruf Unterstützung. Irgendwo. Tür wieder zu! Ach, die scheiß Tür wieder zu! Geht nicht. Was geht hier vor? Ja, wir werden zu schnell nicht erfahren. Kann ich speichern? Nein. Da ist noch ein Haus. Oh, Nanny, hilf mir! Monster, geh weg, er kommt. Es tut mir so leid. Du hast ihn doch nicht umgebracht. Es tut ihm wahrscheinlich leid, dass er nicht zu, dass er zu spät gekommen ist. Siren, some, was? He's lurking. Ich hab gehört, ohne Licht kann man immer besser lesen. Leute, lest eure Bücher im Dunkeln. So, es fehlt noch eins. Und wir haben das ja auch schon mal gesehen. Mich hier auch rein? Diese nervige Siren Head. Wenn er mich, ich hoffe, wenn er nicht, dass wenn ich jetzt hier sterbe, ich dann den ganzen Mist nochmal machen muss, weil dann sinkt so langsam die Motivation. Ihr wisst, ich bin nicht so der Typ, der so gerne alles doppelt und dreifach macht. Oh, das war ganz schön knapp. Ich muss auf meine Sanity achten. Verdammt nochmal. Da. Das ist das letzte Handy. Ich komm hier nicht weg. Wo ging's nochmal zum Auto? Ich weiß nicht, wo es zum Auto ging. Leute, so hilft mir doch. Das ist der Schuppen. Jetzt weiß ich es wieder. Danke, danke, vielen Dank. Eure mentale Unterstützung hat auf jeden Fall bewirkt, dass ich mich wieder daran erinnert habe. Hier ist der Zaun. Das ist das Auto. Nur nicht umgucken. Einfach noch. Straight forward, Leute. Straight forward. Wenn Siren Head euch jagt, hört nicht auf zu laufen. Dreht euch nicht um. Ja, wir haben ihn noch oft genug gesehen. Ihr kennt mich ja. Sonst drehe ich mich gerne immer noch mal zum Monster um, damit wir es sehen. Nach den Ereignissen, die sich im Wald ereignet haben, sage ich einfach mal, berichtest du dem Department von dem, was du gefunden hast. Nachdem sie die News gehört, nachdem sie die Nachrichten gehört haben, haben sie die in Wald zu einer Quarantänezone gemacht. Und haben jeden verboten, die zu betreten, während sie das untersuchen. Die Untersuchungen haben wohl anscheinend ergeben, dass da keine Beweise waren an irgendwelchen an Morde oder dem Verbleib der Körper.
Wie auch immer, die Kinder werden immer noch vermisst. Aber ich habe sie doch gesehen. Der Polizeichef hat mir vorgeschlagen, dass ich lieber einen bisschen Urlaub machen sollte, um meinen Kopf wieder frei zu kriegen. Sie haben mir nicht geglaubt. Seit diesem Ereignis, seit diesem Tag liege ich eigentlich nur noch im Bett. Hab zu viel Angst, um mich zu bewegen. Diese Kreatur terrorisiert mich. Ich weiß, es war real. Ich höre immer noch die Geräusche. Was ist das? Achso. Geh doch weiter! Wäre auch jetzt ein gutes Ende gewesen, oder? Hi! Oh, did you jump? Ist gesprungen? Der heißt wirklich Ironmonger? Nein, der heißt nicht wirklich Ironmonger. Ja, ach, keine Ahnung, war jetzt nicht das Hammer-Game, aber gratis war das doch vollkommen in Ordnung. Es hat schon ein bisschen gethrillt, wenn er der Siren Head jagt. Aber auch eben halt nur kurz. Aber es war ja ein kurzes Game, 24 Minuten jetzt aufgenommen. Mal sehen, was bei euch ankommt, Viertelstunde oder so, denke ich. Aber boah, schreibt gerne in die Kommentare, wie fandet ihr das Game? Das ist das jetzt euer Lieblings-Siren Head-Game? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer schreibt, aber vielleicht ja schon. Und wie gesagt, das Game ist laub. Gönnt es euch bei Steam. Das Ganze hat nur knapp über 220 Bewertungen. Ist auch schon ein bisschen, ist schon ein, zwei Jahre alt. Also fliegt ein bisschen unterm Radar. Wenn ihr dem Entwickler, wenn ihr denkt, der Entwickler hat einen guten Job gemacht, zieht euch das Spiel, unterstützt sie damit. Und ich wünsche, hoffe, wir sehen uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao.